Man muss sich ja schon fragen, wen wir eigentlich danken müssen. Ist es den Fürsten, die es in Auftrag gegeben haben? Muss man danken den Architekten und den Landschaftsgärtnern, die das alles angelegt haben? Oder muss man danken den Handwerkern, den Gesellen und all den kleinen Leuten, die über Jahrzehnte hier dieses Schloss Nymphenburg gebaut und den Park angelegt haben? Und damit herzlich willkommen hier auf dieser neuen Sonntagsmorgentour. Servus Gisela, Servus Miriam, Servus Patrick. Herzlich willkommen. Hier ist Tobias, der Stadtführer eures Vertrauens von Ludwig und Lola Stadtführungen in München. Und ich freue mich, dass ihr alle mitgeht bei Facebook, bei YouTube und bei Twitch. Herzlich willkommen. Lasst mich doch mal gleich wissen, von wo aus ihr zuschaut. Seid ihr noch im Bett beim Morgenkaffee oder seid ihr schon wach? Guten Morgen, Christine, Josefina, Martina, Renate. Ein tolles Bild, oder? Pina Colada, ein traumhafter Blick, das stimmt doch wohl. Herzlich willkommen auf dieser Live-Tour in Nymphenburg. Und mit diesem wunderbaren Blick legen wir los. Schau mal her, die Schwäne begrüßen uns auch. Ich stehe jetzt noch außerhalb vom Park Nymphenburg und da gehe ich jetzt dann mit euch rein. Herzlich willkommen, Regine aus Berlin, Rolf aus Wesel, aus Regensburg. Hey, schau mal, Oberpfalz in the house. Und das Wetter ist herrlich. Schaut mal, ich drehe mich mal gleich um. Dann seht ihr hier diese ganze Anlage. Servus Thomas, Servus. Ilja, Karin aus dem Münsterland, schön, dass ihr dabei seid. Unter mir rauscht das Wasser und hier in diese Richtung, da ist die Münchner Innenstadt, ungefähr so 6 Kilometer weg. Und aus der Au haben wir Leute, Mensch, es ist herrlich. Schickt mir gleich mal ein Like, nicht vergessen, gleich den Kanal zu abonnieren und dann legen wir auch los hier mit diesem wunderbaren Blick. Schaut doch mal, ist das nicht toll? Wow. Über 600 Meter breit ist diese gesamte Fassade und damit noch mal breiter als das Schloss Versailles. Man möchte es nicht glauben. Also ein toller Blick und das Wetter ist super und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Servus, ich bin's, Tobi, und wir machen heute einen Livestream aus Nymphenburg und schauen uns das mal alles an, wie das alles so überhaupt gekommen ist. Und was da drin alles zu finden hat im Park. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Holger, Ingrid, Kerstin, Servus, schön, dass ihr alle zuschaut. Das Wetter ist ein Traum. Also das hat jetzt schon so Richtung 10 Grad, würde ich sagen. Es geht nur ein kühler Wind, aber die Sonne wird diesen Tag heute ganz wunderbar machen. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Postkartenmotive liefern kann. Denn hier Schloss Nymphenburg und Nymphenburger Park hat einiges zu bieten. Also, hallo, herzlich willkommen auf diesem Livestream. Das Schloss Nymphenburg ist ja eine der Sehenswürdigkeiten, natürlich, die wir hier haben in München und in Bayern. Kein Tourist kann hier eigentlich dran vorbeigehen und das nicht besuchen. Und das Schloss selbst ist ja zurzeit noch geschlossen, aber der Park ist natürlich sommers wie winters offen und es ist natürlich ein ganz wichtiger Park auch für die Münchner zum Joggen, zum Spazierengehen, zum Flanieren und sich zum Royal fühlen. Und damit nochmal Servus nach Düsseldorf, nach Berg am Laim, nach Österreich, nach Wien. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle mitgeht. Ton und Bild, hoffe ich, sind gut. Und ich habe auch meine Dosis Kaffee, sodass ich einigermaßen fit bin. Und ich hoffe, dass ich euch keinen Käse erzähle. Dieses Schloss Nymphenburg. Nymphenburg ist ja schon auch ein bisschen ein ungewöhnlicher Name. Nymphenburg kommt vom italienischen Begriff Borgo delle Ninfe. Borgo delle Ninfe, also die Burg der Nymphen. Ja, Nymphen waren ja immer diese hübschen jungen Damen, die die antiken Götter begleiten. Und hier ist sozusagen ihre Burg. Ja, ein Lustschloss.
Also ein Gebäude und ein Park, das wirklich nur der Zerstreuung und der Unterhaltung dient. Nur zur Jagd und nur zum Lustwandeln ist es gedacht. Ein ganz tolles Gebäude. Und das Lehel begrüßt uns. Und ja, schön, wie viele Leute wieder zuschauen. Ich finde das super. Und das Wetter ist heute ideal. Ihr seht schon hier, die Gärtner haben schon losgelegt mit der Frühlingsbepflanzung. Da sind schon die ersten Feicherl eingepflanzt. Und die Figuren sind teilweise auch schon ausgepackt. Nicht alle, das zeige ich euch gleich drin. Da ist dann noch einige so im Winter, in der Winterverpackung. Auch hier wäre normalerweise eine Fontäne, hier noch vor dem Schloss. Die spart man sich gerade noch. Aber was man hier schon ganz gut erkennen kann, wenn man sich das mal so anschaut, ist ja diese exakte Symmetrie, die wir hier erleben. Die ist auch im Park innen ein Stück weit fortgesetzt. Und darüber reden wir gleich. Aber das ist doch mal, wow, das ist doch mal ein Motiv, oder? Wow. Also, kann ich schon verstehen, dass die Gäste aus der ganzen Welt hierher wollen, nach Nymphenburg. Ich meine, ich wäre kein Stadtführer, ohne euch nicht zu sagen, wie das überhaupt hier alles mal anfing. Denn es ist ja nicht so über Nacht mit dem Finger geschnippt worden und dann ist hier dieses Schloss da, das die ganze Welt besuchen kann. Ich meine, wir müssen uns immer klar sein, und das war ja auch mein Eingangssatz, wen muss man hier eigentlich danken? Muss man den Fürsten danken, die so ein Schloss in Auftrag gegeben haben? Muss man den Architekten und den Landschaftsgärtnern danken, die das dann angelegt haben? Oder muss man all den Handwerkern, Gesellen, kleinen Leuten danken, die hier über Jahrzehnte geschuftet haben, um diesen prächtigen Bau hier herzustellen? Also unglaublich. Aber wie geht es denn überhaupt an mit diesem Nymphenburg? Und das müsst ihr schon ein bisschen auf dem Schirm haben. Und ich stelle euch mal zwei wichtige Leute vor, nämlich diese beiden. Schaut mal, das ist doch ein hübsches Paar, oder? Oh, süß. Fangen wir mal mit ihm zuerst an. Er heißt Ferdinand Maria und er ist der Wittelsbacher Kronprinz hier in München. Der Ferdinand Maria und seine hübsche junge Gemahlin, Henriette Adelaide, eine Prinzessin aus dem Savoyen. Ja, ja. Und die beiden, also wo sind wir denn überhaupt so zeitlich? Wir sind da jetzt im 17. Jahrhundert, 1652. Sagen wir mal so, 1652, nehmen wir uns mal diese zwei, weil die ist wesentlich. 1652, da heiraten die beiden nämlich. Heiraten, sagt ihr, das ist vielleicht noch nichts Besonderes, aber die beiden heiraten, als sie 16 Jahre alt sind. Und was ist die Aufgabe dieser jungen, hübschen Prinzessin Henriette Adelaide? Natürlich, sie soll Kinder gebären, vor allem einen Kronprinzen. Und wie es halt so ist, es klappt nicht immer alles sofort. Und der Kronprinz lässt auf sich warten, ganze 10 Jahre. 10 Jahre arbeiten die beiden hart. Nach dem 9. Ehejahr, da kommt endlich ein Kind. Aber, scheiße, ein Mädchen, das kann man nicht brauchen. Sorry. Ein Jahr später kommt dann endlich der Max Emanuel. Und für den Max Emanuel, um dem lieben Gott auch zu danken, bauen die beiden in der Münchner Innenstadt die Theatinerkirche. Die solltet ihr ja auch von uns schon kennen. Aber der Ferdinand Maria, der Prinz, möchte seiner holden Henriette auch danken für den Max Emanuel und baut ihr ein kleines Schlösschen. Genau an dieser Stelle. Aber ich sage ein kleines Schlösschen, nicht dieses Riesendrum hier. Denn alles geht an mit diesem Mittelbau hier. Dieser Kubus, das ist der Anfang. Und ich zeige euch noch ganz kurz nochmal eine Karte, eine Zeichnung um 1700. Da sieht man nämlich, so sah das ursprünglich aus. Dieses kleine Lusthaus oder Lustschlösschen, das schenkt der Ferdinand Maria seiner holden Henriette. Und ihr erkennt sofort, das ist genau der Bau hier hinter uns. Und das ist sozusagen der Anfang des Schloss Nymphenburg. Also, solltet ihr schon wissen.
Und hier, da sagen uns die Putti, grüß Gott. Aber jetzt, wir haben immer ein paar Insider, ein paar Geschichtsinteressierte. Schau mal, sag mir doch, welche Initialen sind hier abgebildet? Welche Initialen? Hier haben wir ein M in der Mitte, dann haben wir ein E und noch ein E. M, E, E. Komm Leute, M, E, E, wer ist denn das? Schreibt mal in den Chat, kommentiert mal, ob ihr das wisst, welcher M, E, E hier seine Initialen hinterlassen hat. Von der Geschichte wusstest du nicht so viel, Birgit. Hey, dafür bin ja ich da. Ich meine, mir geht es ja nicht darum, wenn wir hier eine Führung machen. Ihr müsst ja nicht immer die ganzen Jahreszahlen wissen, die ganzen Jahreszahlen. Aber ihr müsst so ein bisschen die Zusammenhänge wissen, weil das finde ich schon super spannend. Denn das ist ja auch alles unsere Geschichte. Also mit diesem Mittelbau fängt alles an. Wo sind wir jetzt zeitlich? Naja, 1663. 1663, 1664 wird hier dieses Lustschlösschen angelegt. Und alle Nachfolger, also der Sohn von Ferdinand Maria und dessen Sohn und wieder dessen Sohn, bauen insgesamt über gut 100, 120 Jahre dieses Schloss so aus, wie wir es jetzt sehen. Toll. Und ich sehe schon, hier gibt es ein paar Gescheite, die mir die Frage beantworten können oder konnten, welcher MEE ist da gemeint. Aber das Schöne ist, also sorry, ich freue mich, dass ihr es wisst und dass ich euch auch ein bisschen tratzen konnte, also ein bisschen ärgern konnte, weil dieses MEE oder ME3, was ist das? Die meisten haben schon richtig gewusst, ME steht für Maximilian Emanuel oder Max Emanuel. Das ist nämlich der Bubi, der endlich nach 10 Jahren daherkommt. Max Emanuel. Aber was ist diese 3? Da war auch einmal E und einmal 3. Das ist einfach nur ein gespiegeltes E. Das steht für Elektor. Für Elektor, lateinisch in diesem Sinne, heißt es der Kurfürst. Also Max Emanuel Elektor, der hat hier seine Initialen hinterlassen. Und der ist auch derjenige, der dann dieses Schloss nach den Eltern am sozusagen schon mal die ordentlichste Erweiterung gibt. Jetzt gehen wir hier rein und schauen uns aber gemeinsam erst einmal den Plan hier an, was hier alles zu bieten gibt. Also da gehe ich gleich rein mit euch, aber ein bisschen hier Vorbildung, oder? Darf ich? Ja? Schau mal, das ist nämlich Schloss Nymphenburgpark. Also hier ungefähr, da bin ich gerade mit euch gestanden, hier sind die rum. Schön die Mittelachse haben wir uns angeschaut. Hier dieses Rote, das ist alles eben das Schloss. Über 600 Meter breit ist da die ganze Spannbreite. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Und ihr seht schon dieses Achsensymmetrische. Hier haben wir diesen Kanal. Hier ist dieses sogenannte große Parterre. Aber hier ist schon wieder ein bisschen, schaut schon wieder anders aus. Das sind schon wieder so Park oder so Wald. Was es damit auf sich hat, sage ich euch dann drin. Und ich würde sagen, schauen wir doch erstmal rein. Also. Und ihr merkt schon, es ist kurz nach 10 am Sonntagvormittag, samt Zeitverschiebung, aber die Münchner haben Lust auf den Park. Also ich freue mich, dass ihr alle zuschaut gemacht haben, Leute. Abonniert unsere Kanäle, abonniert uns bei Facebook, abonniert uns bei YouTube. Und auch bei Twitch. Dort sind wir alle. Wir freuen uns, wenn ihr zu Facebook kommt. Da sind wir eine ganz wunderbare Community mit ganz tollen Mitgliedern, wo immer viel geboten ist, was sich mit München und Stadtführungen und Bayern und gutem Essen abspielt. Auf YouTube, da haben wir unsere ganzen Videos. Also, wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid. Schauen wir hier, der ganze Park ist noch ein bisschen fast im Winterschlaf. Also nur teilweise sind die Statuen hier ausgepackt, die anderen sind noch verschalt. Aber ich bin sicher, dass das die nächsten Tage
sich alles ändern wird. So, und jetzt drehen wir uns mal um und schauen uns den Mittelbau von innen an. Wow. Also, ich meine, hey, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, Herr Specht. Ein schönes Gebäude mit weiß-blauem Himmel, ganz genau so, wie es sich gehört. Vielleicht auch das Schloss selbst ist ja gerade geschlossen. Wenn es wieder offen ist, auch rate ich euch, da reinzugehen. Ist ein ganz tolles Gebäude mit, hier, fangen wir mal in der Mitte an. Dort ist der sogenannte steinerne Saal. Genau hier, da ist der sogenannte steinerne Saal. Da habe ich sogar auch ein Bild dabei. Schaut mal, der schaut nämlich von innen so aus. Der steinerne Saal, unglaublich hohe Decke, prächtiges Deckenfresko, komplett bemalt, komplett stuckiert. Vom Motiv, was ist da oben drin? Da geht es nur um die Lust, nur um die Jagd, um die Musik. Und dieser Saal, da wurden Feste gefeiert, da wurden auch Taufen durchgeführt. Hier wurde beispielsweise auch der spätere König Ludwig der Zweite getauft. Das ist alles hier passiert. So, jetzt muss ich kurz das Foto hier wieder wegschalten. Moment bitte. Na, so. Und der Ingo schreibt, wunderbare Bilder im Hochsommer. Auch einen klasse Rundgang hast du da gemacht. Also, das war jetzt wirklich, wir waren jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Warten wir noch 2-3 Wochen, bis alles hier so wirklich im Blühen ist und die ganzen Bäume und alles schon ausgeschalt und so weiter. Aber warum nicht heute? Und vor allem, dann bleibt ja noch einiges für euch selbst zum Entdecken hier. Und hier vorne gehen wir jetzt zur Fontäne im großen Parterre. Also all diese Abschnitte haben natürlich verschiedene Namen. Und auch dieses Bassin hier mit der Fontäne, wo wir jetzt drauf zugehen, da wird auch gerade gearbeitet. Hier wird auch gerade renoviert. Aber auch jenseits von irgendwelchen Baumaschinen und so weiter, ich habe schon noch ein paar Schmankerl für euch. Keine Angst. Also, da gibt es schon noch einiges hier zu sehen. Aber ich finde das ja auch mal ganz spannend, so mal so einen Blick in Anführungszeichen hinter die Kulissen, was man ja sonst nicht sieht, wenn das Wasser drin ist. Also ihr seht mal, es ist ein riesiges Bassin. Gerade mal vielleicht, ja, wie tief wird das sein? Ich würde sagen, das ist vielleicht einen Meter tief, wenn überhaupt. Und da hinten sieht man noch, schau mal. Sind bestimmt die, seht ihr das da? Da hinten? Oben links jetzt auf dem Bildschirm. Das sind bestimmt noch die Urziegel, die wahrscheinlich jetzt von, wo sind wir bei dieser Gartenerweiterung? Das haben wir jetzt Mitte, also 17. Warte mal, ich habe ja ein Bild mitgebracht. Ich habe euch ja mitgebracht. Weil mir ist es schon wichtig, wenn wir jetzt hier so eine. Und das ist mir ja immer wichtig. Ich will euch nicht langweilen mit irgendwelchen Zahlen, mit irgendwelchen Namen und harten Fakten, aber es geht immer darum, dass man das Zeug versteht. Also wir stehen jetzt hier mitten im Park und warum das hier alles so symmetrisch ausschaut, ist der barocken Gartenkunst geschuldet, die ab 1700 aufwärts hier in den ganzen Schlössern ja angelegt wurde, diese barocken Gärten. Und die sahen so aus. Und jetzt kommt ein Bild, das wird euch aus den Latschen hauen. Schaut mal. Das sah nämlich hier mal so aus. Hey, hey, hey. Jetzt haben wir im Jahr 1730. Schaut euch das mal an. Zu eurer Orientierung, dieses große Becken unten,
mit diesem runden Kranz, da waren wir, das ist außerhalb, okay? Und wir sind jetzt quasi innerhalb im Park, das heißt im oberen Bereich dieses Bildes. Und was ihr da seht, in der Mitte ist ja das Schloss und dann nach oben hin eben diese Parkanlage, wo wir jetzt drinstehen, und alles ist super symmetrisch. Wir haben hier einen Kanal, der geht hier gerade runter und dann noch so ein bisschen fast so sternförmig nach links und rechts weitere Kanäle. Das war die Gartenkunst hier. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und ich habe noch ein anderes Bild. Und jetzt, also wer jetzt dabei nicht aus den Latschen gekippt ist, der wird wahrscheinlich hiermit aus den Latschen kippen. Aufgemerkt, festhalten. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier, Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Fürsten haben sich schon nicht schlecht gehen lassen. Seht ihr? Also wir sind jetzt quasi im Park, ein paar hundert Meter hier weiter. Und hier sind Gondeln, ja, und Bötchen. Und da lässt man sich hier so ein bisschen durch den Park schippern. Diese Bassins, Seen und Kanäle, die sind auch ganz typisch. Das kennen wir ja auch von Schloss Versailles. Und das gibt es natürlich auch hier in Nymphenburg. Also die haben sich schon wirklich extremst gut gehen lassen. Ich würde ja sagen, dass mir das auch nicht schlecht stünde. Ich würde euch auch einladen. Ihr dürftet auch mal ab und zu mal mit gondeln in der Gondel. Also deshalb hier all dieses Achsensymmetrische. Ich gehe jetzt mit euch tiefer rein in den Park. Da wird geschimpft. Also, schön, Monika, Marietta, ich sehe euch, ihr seid auch da. Herzlich willkommen auf dieser Tour durch den Nymphenburger Schlosspark. Jetzt an alle noch eine kleine Warnung. Warte mal, wir gehen hier jetzt mal ganz feudal, gehen wir hier jetzt in der Mitte erstmal runter. Eine kleine Warnung, denn je tiefer ich in diesen Park reingehe, und ich habe schon einiges vor, ich muss auch schneller gehen, merke ich schon wieder, dass ich euch das alles zeigen kann, was ich euch zeigen muss. Es kann sein, dass das Telefonnetz, das Mobilfunknetz da drin nicht das Allergeilste ist. Es kann sein, dass da manchmal ein bisschen zippelt und zappelt. Die Insider, die schon ein paar Mal mit uns mitgegangen sind, die wissen es, und die Neuen, die heute vielleicht das erste Mal dabei sind, lasst euch das gesagt sein, wenn wir da jetzt reingehen und das Netz ist nicht das Beste und manchmal hängt das Bild oder es steht vielleicht für einen kurzen Augenblick. Keine Panik, ich bin da und ihr bleibt dran. Und wie immer hier auch an dieser Stelle, wenn irgendjemand von euch einen bei O2 kennt, call me, wir müssen reden. Ja, weil so geht es nicht weiter hier mit diesen ganzen Daten. Gell? Also, Nymphenburg. Dieses Wasser übrigens, wo kommt es her? Das kommt aus der Würm. Die Würm ist ein, ja, kann ich der Fluss sagen? Also für einen Fluss ist die Würm, würde ich sagen, zu klein. Und für einen Bach ist die Würm zu groß. Und die Würm speist hier überall diese Kanäle. Schaut mal, da möchte ich mit euch heute noch rüber gehen. Da ganz am Ende, da so gut nach zwei Kilometer wird es noch dauern. Da ist dann die große Kaskade, da gehen wir heute nicht hin. Aber dort so in der Mitte, da ist ein kleines Brücklein, da gehe ich dann mit euch rüber. Ah, ist das herrlich. Schön, denn das Wetter ist herrlich. Wow. Gut, egal wo ihr zuschaut, egal ob ihr noch im Bett seid mit eurem Lieblingsmenschen im Arm oder vielleicht macht der Lieblingsmensch gerade Kaffee, während ihr zuschaut. Whatever. Also ich kann mich nur beglückwünschen, nach Nymphenburg zu gehen mit euch. Also die Würm schafft das? Komm! Alle Klugscheißer unter uns, gib mir mal die Antwort. Wo kommt die Würm her? Wo entspringt die Würm? Die Würm. Unser Würmchen. Komm,
Wir haben hier ein paar Insider. Sag mir, wo die Würm entspricht, die das alles speist. So, Leute. Ah, der Thomas? Thomas Hugo schreibt, und die entspringt ja auch dem Würmsee. Haha, ja, Thomas, Klugscheißer. Wer ist denn der Würmsee, bitte? Ah, Charlotte weiß es. Starnberger See war Würmsee. Ganz genau, Leute. Also der Starnberger See, der Starnberger See, wo ich meine große Segeljacht habe und direkt aus meinem eigenen Hafen immer zum Semmel holen nach Berg rüber. Also der Starnberger See hieß früher der Würmsee. Der Kini, seine Majestät, der Märchenkönig, ist im Würmsee umgekommen. Und die Würm lauft quasi raus aus dem Starnberger See. Aber komm, ein bisschen Orientierung, wo ich mit euch hingehe. Ich möchte mit euch dahin gehen. Später noch dahin. Also gehen wir erstmal dahin. Magdalenenklause. Was hat es denn damit auf sich? Also das müsst ihr eben wissen. Diese Anfang an als ein reines Lustschloss gebaut. Schon Ferdinand Maria für seine Henriette Adelaide. Die bauen sich dieses Schloss. Gurken da ab und zu eben mit der Kutsche raus aus der Stadt, 6 Kilometer, habe ich schon gesagt, dauert ein gutes Stündchen. Und dann verlustiert man sich hier, dann jagt man hier, dann vielleicht pfeift man sich einmal einen Schnitzel rein, trinkt ein halbes Bier, je nachdem, oder einen italienischen Wein. Die Henriette hat ja das Italienische bevorzugt, die konnte ja nicht so wirklich mit dem Bayerischen. So, und von diesem kleinen Kubus, den ich euch am Anfang gezeigt habe, auf dem Bild, wächst dieses Nymphenburg. Und dann wird dieser riesige Park angelegt. Und in den Anfang 1710er, 1720er Jahren wird das Ganze erweitert und man baut sich kleine, und da gehe ich jetzt mit euch schon mal hin, man baut sich kleine, noch kleine, ruhige, stille Rückzugsorte. Ja, die Badenburg wird eine sein, es gibt dann noch auch die Pagodenburg und die Amalienburg. Aber jetzt gehen wir zur ganz versteckten Magdalenenklause. Und die Magdalenenklause, also Klause hat ja schon einen Namen, Klause ist so ein Ort der Ruhe, des Rückzugs. Und Magdalenen, welche Magdalena ist gemeint? Also eins muss man sagen, bei aller Lust, die sich die Fürsten so hier gegönnt haben, gläubig waren sie. Also das Gläubige gehört schon dazu. Und die Magdalena, die dieser Klause den Namen gibt, das ist natürlich die Maria Magdalena. Und das schaut so aus. Jetzt gehen wir hier mal, ich gehe jetzt mit euch mal den anderen Weg. Ich gehe jetzt mal hier mit euch rum. Das ist die Magdalenenklause. Das vorab, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja alles kaputt. Das ist ja hier, das ist ja eine Ruine. Wie schaut denn das aus? Dann sage ich euch, das schaut schon immer so aus. Denn dieses Ruinöse hier, und wie, schau mal. Hier, dieses Ruinöse, das Kaputte, das gehört zur Story dazu. Das gehört zur Geschichte dazu, denn diese Magdalenenklause ist eine kleine Eremitenbehausung, wo sich der Kurfürst zurückziehen kann ins stille Gebet, in die Buße und all dieses Kaputte hier. Und ihr schaut mal, ihr seht mal, wie kaputt das ist. Das ist alles ein Zeichen der Vergänglichkeit. Also hier, wo der Specht hämmert und die Amseln sich streiten, zog sich der Kurfürst zurück in dieses Abbild der Vergänglichkeit. Also es ist wirklich kein Witz. Das wurde so gebaut, sentimental, romantisch, vergänglich. Immer wieder sozusagen auch dieses Motto, gedenke Mensch und so weiter.
Und was ist da drin, fragte Patrick. Da ist eine Kapelle drin. Auch da würde ich sonst mit euch reingehen. Warte mal, ich schaue mal, ob ich da mit euch da gut rein kann. Es ist leider jetzt alles abgesperrt. Ah ja doch, man kann es ganz gut sehen. Schau mal, ihr erkennt, es hat so was Grottiges, also jetzt im besten Sinne gemeint. Also es ist alles wie so eine Grotte gestaltet. Die Monika sagt, bei ihr bröckelt der Putz auch schon. Naja, du bist halt... Wir sind alle Menschen. Wir sind alle der Vergänglichkeit. Also, schaut mal, was wir jetzt hier vom Kurfürsten lernen können. Das ist Dr. Lenin Klause. Ist das nicht cool? Ich meine, es schaut super aus. Es schaut wirklich toll aus. Ich hoffe auch, dass vielleicht das Mikrofon das aufnehmen kann, wie ruhig das hier ist. Hört ihr den Specht? Drrr. Achtung! Ah, da war er nochmal. Also, das ist die Vergänglichkeit. Und ich zeige euch noch ein kleines Geheimnis. Weil das ist, finde ich, auch toll. Ganz was Modernes. Kennt ihr das sogenannte Geocaching? Oh, jetzt ist es weg. Oh! Jetzt wollte ich gerade angeben, denn dort drin ist normalerweise so eine kleine Plastikbox vom Geocaching. Für diejenigen unter euch, die damit nicht befasst sind, Geocaching, das ist sozusagen, man geht auf moderne digitale Schatzsuche mit so einem GPS-Sender und da gibt es so Schatzkarten, dann sind sozusagen nur die GPS, die Satellitendaten so eingetragen, so Koordinaten und dann suchst du danach und findest dann so eine kleine Box, wo manchmal so wie so ein Tagebuch drin ist, so ein Logbuch, wo du sagst, ich war da und ein kleines Geschenk. Da wäre dann nochmal was drin. Schade, ich dachte... Wow, also hier Magdalenenklause. Aber weiter geht's hier im Schlosspark. Macht's euch denn Spaß hier? Ich hoffe, ich kann die Atmosphäre ein bisschen hier rüberbringen. Es ist wirklich herrlich. Die Luft ist so frisch und so klar. Der Specht ist immer wieder gut zu hören. Ah, herrlich. Also das ist einfach... Und wenn ihr es schafft, ich rate euch, habt noch 2 Wochen. 2 Wochen, dann ist nämlich alles am Blühen, so wie hier schon. 2 Wochen, ich sage euch, Mitte April, das ist die geilste Zeit des Jahres. Da ist alles am Blühen, da treiben die Bäume aus, da kommen schon die ersten Blätter und dieses Grün ist einzigartig. Und die anderen denken sich, was labert der denn? Also, weiter geht's, Leute. Also, die Ilse sagt wunderbar, die Iris sagt herrlich und die Monika sagt so schön. Also, dann freut es mich, dass ich euch eine Freude machen kann, weil es mir auch eine Freude macht. Schloss Nymphenburg. Dieses ganze Areal, wo wir jetzt hier gemeinsam durchgehen, es hat eine Größe, also der Park von ungefähr 180. Wie viele Fußballfelder sind denn das? Fußballfelder kann ich euch jetzt nicht sagen, aber 180 Hektar. Ich habe eine bessere Einheit. 90 Mal passt der Viktualienmarkt hier rein. 90 Mal. Also 90 Mal. 90 Viktualienmärkte samt 90 Biergärten. So Leute, und jetzt nochmal aufgemerkt. Aufgemerkt. Und pass auf. Also. Okay, also, dass es klar ist. In Zukunft, egal wo ihr seid, in München, in Bayern, im Rest der Welt und ihr geht durch eine Schlossanlage, ihr müsst immer wissen, es gibt immer einen Sinn dahinter. Hinter allem. Und ich habe schon gesagt, dass dieser Park hier so achsensymmetrisch angelegt ist. Servus. Ja, hier wird zugehört. Passt auf, dass ich alles richtig sage. Okay? Achsensymmetrisch ist hier alles angelegt, aber es ist auch... Ne? Bitte? Hallo. Wer ist das am Stellen? Hallo. Sehr.
Oh. Ich danke Ihnen für mein, schau, schau mal. Dankeschön. Schau mal, ich bin jetzt geschimpft worden. Ich bin nämlich genau jetzt hier, genau an der Stelle gestanden. Ja, da wissen wir gleich, aber zu Recht. Weil es ist so, die Wiesen dürfen nicht betreten werden, nur die Wege. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn bin hier rübergelaufen. Also, dieser Park, ich zeig's mal, ist achsensymmetrisch hier. Das habt ihr ja. Läuft auch der Kanal, da gehen wir jetzt gleich hoch. Und ich zeige euch nochmal in aller Kürze dieses Bild. Da seht ihr, wie achsensymmetrisch es ist. Das ist aber die Gartenbaukunst der Barockzeit. Und was jetzt aber kommt um 1800, das kommt, ist die Art und Weise der englischen Gärten. Und es gibt einen ganz wichtigen Gärtner hier, der hier, Friedrich Ludwig von Sckell, den müsst ihr kennen, denn den verdanken wir den englischen Garten. Und der legt auch diesen Park dann so an, denn was vorher hier ganz axisymmetrisch ein weiterer Kanal hochging, das wird alles aufgegraben, umgegraben und pseudonatürlich gestaltet. Dieser Sckell hier, der ist ein wichtiger Hofgärtner hier am Wittelsbacher Hof, war viele Jahre in Großbritannien und lernt dort die Manier, wie man einen gestaltet. Und der große Unterschied ist zwischen diesen Barockgärten, wo alles so nur Büsche und man will sozusagen die Natur so richtig bezwingen, die englische Art und Weise. Da geht es eben, das soll Natur sein. Das soll alles ganz natürlich ausschauen. Tut's auch, aber es ist es nicht. Was will ich euch sagen? Der Park, den ich euch jetzt gleich zeige, aber all das hier und gleich ein paar hundert Meter weiter wird es noch ganz anders. Das ist alles künstliche Natur. Dieser Sckell, den ihr da seht auf dem Bild, der gestaltete den Park so um, als dass wir glauben, es wäre alles natürlich gewachsen. Jeder Hügel, den ihr jetzt dann bald seht, jenseits von dieser Allee, ist alles künstlich angelegt, aber so, dass wir glauben, es wäre die reine, selbstgewachsene Natur. Servus. Also, und das Spannende, dass zuletzt dieser Bursche hier mit seinem Stock, was ist das für ein Stock? Ihr müsst euch wirklich vorstellen, mit diesem Stock, auch im englischen Garten, ein langer Stock mit so einem Eisenzinken dran. Damit ging der sozusagen durch den Park und hat so seine Wege angelegt. Er hat gesagt, ja, hier mache ich mal eine Kurve. Und hinter ihm liefen die Diener. Und dann hat er gesagt, ja, da hätte ich gerne einen Baum. Da macht man so ein bisschen am Weiher hin. Und so wurde dieser englische Garten, also unser englischer Garten, aber auch dieser Park hier angelegt. Ist doch verrückt, oder? Friedrich Ludwig von Sckell. Again what learn, sagt Lothar Matthäus. Komm, ich gebe euch ein bisschen hier besseren Blick. Na, wir machen noch ein bisschen weiter. Wow, schön, dass ihr alle zuschaut. Ich gehe mit euch hier rein. Bitte bleibt dran, auch wenn das Netz mal zappelt. Thema O2 kennen wir. Also bitte bleibt dran, wenn es mal ruckelt. Bitte dranbleiben, ich gehe schneller, ihr Lieben. Und es ist toll, wie viel Münchner jetzt hier am Morgen schon spazieren gehen. Also ich habe einen Plan. Schenkt euch nochmal eine zweite Tasse Kaffee ein. Herrlich, gell? Und die Parkwärter, die sind echt nett. Und auch der Herr war jetzt gerade nett, der mich da geschimpft hat. Er hat mich ja nett geschimpft.
und habe mich ja auch zurecht geschimpft. Denn es gibt hier super breite Wege, wo man sich nicht in die Quere kommt. Also wunderbar ausgesucht, dieser Ort. Schreibt ihr, das sehe ich doch ganz genauso. Und ich hoffe auch, dass ich ein paar schöne Bilder euch liefern kann hier. Also es schaut toll aus, finde ich. Auch, und ich bin fast ein bisschen zu warm angezogen, merke ich. Vielleicht darf ich, ein paar hundert Meter habe ich noch, bis wir sozusagen wieder nächste Station haben. Vielleicht darf ich an der Stelle, vielleicht bin ich mal so frei, Leute, die Insider kennen das ja schon. Darf ich Werbung in eigener Sache machen? Also, für alle, die das noch nicht wissen, abonniert uns bei Facebook. Digitale Liebe ist mit das Wichtigste, was ihr uns in diesen Zeiten geben könnt. Liked unsere Seite über Facebook, abonniert uns. Bei YouTube, jeder mit dem Gmail-Konto oder mit dem Google-Mail-Konto, abonniert unseren YouTube-Kanal. Denn je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr haben wir wieder Fähigkeiten bei YouTube, um andere Formate noch anzubieten. Twitch, das ist die Plattform für die jungen Gamer, yo. Und wer Lust hat, sich zu beteiligen an meinem nächsten Lustschloss, kann das bei paypal.me/Ludwig und Lola. Das darf doch sein. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, hä? Leute. Und dann gehen wir auch schon wieder ein Stück weiter. Hoppala. Warte mal, ich habe hier zu viele Knöpfe auf der Maschine. Und da gehen wir jetzt rüber. Denn ein paar Sachen möchte ich euch zeigen. Also Patrick sagt, er würde mich auch um 3 Uhr Nacht begleiten. Hey, ich nenne dich beim Wort, Patrick. Dann machen wir in der Nachttour. Also wer nicht dabei war, wir hatten ja vor 1,5 Wochen eine München bei Nachttour. 9 Uhr abends, das war super. Kann man bei YouTube nachschauen, youtube.com/Ludwig und Lola. Dort findet ihr alle unsere Touren. Jetzt zu eurer Orientierung. Wir sind hier. Das Schloss. Das schaffen wir heute nicht. Das macht ihr dann das nächste Mal alleine. Da ist die sogenannte große Kaskade. Also hier kommt auch die Würm daher und da ist ein kleiner mehrstufiger Wasserfall. Nichts anderes als Wasserfall. Und ich merke schon jetzt, Leute, Achtung, Achtung, Spoiler, heute dauert es länger. Norberta Temmel schreibt sehr. Und der Rolf sagt, so kann der Sonntag beginnen. Das finde ich doch auch. Ey, und es ist so herrlich hier. Ich habe natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, da seid ihr jetzt ganz klar im Vorteil. Und das ist das Problem. Ich habe einen richtig schweren Issue, sagt man ja neumodern. Ein großes Problem. In diesen Zeiten, gerade am Sonntagvormittag, erst recht in einem Park wie diesem, es gibt hier keinen Kaffee für mich. Das ist einfach eine Sauerei. Hier kommt noch so ein kleines Kaffee. War doch jetzt schön hier im Park. Da werde ich mich so hinsetzen. Kleines Hörnchen noch dazu. Und dann würde ich euch erzählen von diesen ganzen Wittelsbacher Herrschern. Und dann würde ich euch sagen, auswendig lernen. All die Namen, die hier gewirkt haben. Ferdinand Maria, sein Sohn Max Emanuel Elektor,
dessen Sohn Karl Albrecht, dessen Sohn Max der Dritte Josef, der stirbt kinderlos an den Pocken. Dann übernimmt der Karl Theodor aber den Mockermensch. Und dann kommt endlich der Max, der Kurfürst, der Vierte, der spätere Max, der Erste Josef. Und jetzt, schaut mal nochmal ein schöner Blick hier. So großzügig ist es hier angelegt. Da möchte ich mit euch hinschauen. Lasst euch überraschen, was das ist. Das würde mir auch. Der Schlosspark und auch die Anlagen hier, mir würde es schon ganz gut stehen. Servus. Und wie gesagt, ihr dürftet auch mal kommen. Hier, schaut mal. Da sieht man in der Ferne wieder das Schloss. Erkennt ihr das? Warte, ich muss meinen Finger wegnehmen, dann fokussiert es besser. Hier in der Ferne, da ist das Schloss. Und wir stehen jetzt wieder genau auf dieser ehemaligen Kanalachse. Also hier war der Kanal, der genau hier entlang lief. Und es hat alles das Gell wieder umgestaltet zu Park und Wald und zu sowas Schönem wieder hinten. Schaut mal. Denn das ist der zweite Monopterus, den wir haben. Wir haben nämlich nicht nur den Monopterus im Englischen Garten, nein, wir haben auch hier den Monopterus. So ein kleines griechisches Tempelchen. Wo der Fürst? Ja, was hat man in so einem Monopterus gemacht? Der wird ja wahrscheinlich auch mal hingeguckt haben. Auf ein Stühlchen, ein Glas Portwein in der Hand. Hat sich dann von seinen Dienern einen Kapaun gekauft. Schön hier. Was ich mich ja immer frage, das würde ich ja gerne mal wissen. Also mich, wenn wir Historiker hier dabei haben, die ja eh 5 Pfund gescheiter sind als hier der Tourguide, mich würde ja mal interessieren, hat ein Ferdinand Maria, ein Kurfürst Maximilian, hat der auch bayerisch geredet? Hat der auch mal gesagt, sie fix, ich habe einen Durst? Oder hat man sich da immer nur so wohl klingend à la Française ausgedrückt? Und Charlotte fragt, waren die Kurfürsten fußläufig unterwegs im Park? Ja, aber da würde ich doch sagen, ich weiß es nicht. Also, ich meine, als Kurfürst hofiert von Anfang an, aber irgendwann musst du schon auch gehen. Ein paar Schritte. Immerhin da hoch, denn das ist das sogenannte Pan-Denkmal. Das zeige ich euch jetzt. Hier ist Pan. Schau mal. Pan, der große Verführer, der Hirtengott, der hier auf seiner Panflöte spielt, begleitet von einem Ziegenbock, dem er offensichtlich die Hörner geklaut hat. Da ist Pan, der tatsächlich immer gern ein Mittagsschläfchen gehalten hat, ansonsten hat er gejagt. Eigentlich genauso wie die Herren Fürsten hier. So, ich weiß, dass hier manchmal das Netz ein bisschen zappelt. Also wenn hier das Netz zappt und man stockt, don't worry, don't worry. Oh leck, Leute, ich merke, ich bin langsamer, als ich gedacht habe. Stay tuned. Sieht aus wie der Teufel, sagte Kerstin. Nein, Leute, das ist Pan. Pan, der Hirtengott, der große Verführer. Ja, der Gott der Wollust. Der boxbeinig untenrum, menschlich oben, mit seinen Hörnchen die ganze Menschheit verführen möchte. Ihr bleibt dran, super. Freut mich. Ihr habt Zeit, ich habe auch Zeit. Denn jetzt
Also ich muss ja zugeben, ich war ja einfach, um mal schon ein paar Sachen anzuschauen, war ich gestern schon mal hier und gestern habe ich leider gemerkt, dass die Burschen und Mädels hier von der Verwaltung noch nicht so schnell sind und eben noch viele Gebäude im Winterschlaf haben. So auch hier. Aber das ist, wir können daran nicht vorbeigehen. Denn das ist also ein spektakuläres Ding, das sich die Wittelsbacher hier hergestellt haben. Das ist die sogenannte Badenburg. Die Badenburg ist eine Badeburg. Das ist ein beheiztes Schwimmbad. Ich habe ein Bild von innen. Das zeige ich euch mal. Wo ist es denn? Schau mal, das ist ein Bild. So sieht es innen aus. So sieht es innen aus. Und also, das ist sozusagen zweistöckig. Okay. Und das total Verrückte an der Sache ist, also oben dieses Bräunliche. Die Galerie in einem Schwimmbad, sagt ihr? Okay, vielleicht machen wir es einfach unten. Dieses Bläuliche, dieses Zweistufige, das ist das beheizte Bad, das hier drin ist. Das Wasser war ungefähr bis zu diesem blauen Markierung. Dann kommen die schönen Fliesen. Und dann schwamm der Kurfürst oder vielleicht schwamm auch die ein oder andere hübsche Magd. Denn oben, da wo es so braun getäfelt ist, da ist eine Galerie. Ja? You know what I mean? Also hier diese Badenburg war sowas wie, ich weiß es nicht, sowas wie, ja, helft mir, wie sagt man das diplomatisch? Also wo man sich halt, man hat gebadet und ein bisschen geschaut und ein bisschen geschmust. Also Badenburg, ich, Wahnsinn, oder? Also, und ihr könnt es erkennen hier, das ist alles noch verschalt, das sind also die Fenster und dahinter eben die wie sagt man, so Läden, die das alles noch ganz zumachen. In guten Zeiten natürlich kann man da auch reingehen. Also kann man, es sind eigentlich alle zugänglich. Man muss sich natürlich ein Ticket kaufen. Oh, die Renate hat einen guten Begriff für die Badenburg Showroom. Oder separé. Ja, ich merke schon, ihr seid an der Stelle kreativer. Ich wäre das ein bisschen ordinär. Deswegen habe ich ja euch. Tête-à-tête-Tempel. Oh, das ist auch gut. Der Tête-à-tête-Tempel. Schreibt mir mal ganz kurz, Leute, ob das Netz hier passt. Ich bekomme das nämlich hier nicht so mit. Schreibt mir mal, ob das Netz so auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist super, 1 ist kompletter Hänger. Wo stehen wir denn gerade so mit dem Netz? Hier im Park. O2 behauptet zwar viel, aber liefert nicht immer. Freudenbad nennt der Jürgen die Badenburg. Ja. Also ihr schreibt auf einer Skala von 1 bis 10, sind wir bei 6, 8. Okay, je näher ich wieder sozusagen nach in die Richtung gehe, desto besser wird es auch. Stay tuned, bleibt dran. Und wie gesagt, Geschäftsführer von O2 würde ich gerne mal sprechen. Wer mich kennt, und bei Touren dabei war, sei es live oder auch in Farbe. Oh, und ich freue mich, wenn die mal wieder live in der Farbe stattfinden. Dann, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Der weiß, dass ich immer gerne auch, dass ich Technik liebe. So Ingenieurskunst und wie das halt alles so organisiert, also technisch gestaltet oder umgesetzt wurde. Und das nochmal, diese ganze Parkanlage, diese ganzen Kanäle, das Wasser kommt von der Würm. Okay, es ist das eine, das Wasser einfach hier in Kanälen durchfließen zu lassen und so, das ist ja ganz gut. Das schafft ja der
schafft es der dümmste Fürst, sage ich jetzt mal. Der kann einen Graben graben, nennt das Kanal, lässt Wasser reinlaufen. Aber wie funktioniert denn das mit diesen Fontänen? Also heutzutage würden wir halt, ich weiß, vielleicht haben wir ja auch hier Villenbesitzer unter uns. Vielleicht haben wir jetzt die Villenbesitzer und eure Fontänen in eurem Kiesgarten, die wird natürlich von einer Hagebaumarktpumpe für 129 Euro angetrieben. Aber wie machen denn das die Fürsten oder die Landschaftsgärtner oder die Ingenieure um 1700, um 1750 und so weiter? Wie funktioniert denn das? Und dazu gibt es hier zwei Brunnhäuser im Park. Und diese Brunnhäuser sind dafür da, eben den Druck herzubringen, den Druck auf die Pipeline, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Fontänen zu bespielen. Und ein so ein Brunnhaus zeige ich euch jetzt. Da-da. So, Applaus für das Brunnhaus hier. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Also, nur, dass ihr wisst, hier Wasser haben wir ja schon. Da kommt auch so ein Würmkanälchen. Wir sind übrigens jetzt ein paar Meter höher als sozusagen die Kanäle, der Hauptkanal hier drin. Hier, also da ist ja der Park dahinter, also 300 Meter da rein, da waren wir ja gerade gegangen. Schloss ungefähr ist in diese Richtung. Und das Wasser wird hier reinlaufen, in das Pumpwerk, so viel, dass da das Netz hält. Und hier, Obacht, seht ihr das? Da ist das Pumpwerk. Wie werden diese Pumpen denn angetrieben? Die werden angetrieben hiervon, von den Wasserrädern, die normalerweise laufen würden. Die Wasserräder werden angetrieben von dem Würmkanal, das ich euch gerade gezeigt habe. Die Wasserräder treiben die Pumpen an und dann kommt das Wasser hier mit Hochdruck in genau diese Leitungen. Diese Leitungen hier fördern dann das Wasser mit ordentlich Power zur Fontäne. Simple as shit. Brunnhäuser. Super. Übrigens diese Anlage hier, dieses Pumphaus, das erste Pumphaus, das gibt es schon seit 1700. Da ist aber noch ganz einfach gebaut und auch mit zwei so hölzernen Türmen, aber das erkläre ich euch jetzt nicht. Spannender ist es aber, dass um 1800, ich glaube sogar genau gesagt 1803, haben wir hier einen jungen, fleißigen Ingenieur namens, aufgemerkt, Bader. Der Herr Bader baut dann hier eine neue Pumpenanlage, die bis zum heutigen Tag läuft. Also das, was ihr da gerade gesehen habt, ist 200 Jahre alt. Läuft immer noch. Und Bader, woher kennt ihn der Münchner? Natürlich aus der Bader Straße. Und da gehen wir jetzt auch noch hin. Die Christine fragt, wohnt da jemand? Ja, da wohnt jemand. Ich vermute, weil da stehen auch Autos und so weiter. Also nicht in dem Brunnhäuschen. Aber da sind noch ein paar andere Häuser, die da dazugehören. Ich denke, das sind alles, wie sagt man, Angestellte hier von der Schlossverwaltung. Schlossverwaltung ist auch ein gutes Stichwort. Wem gehört denn dieses Schloss und die ganzen Anlagen? Verwaltet wird das alles von der Schlösserverwaltung. Die kennt man ja. Die verwaltet alle Schlösser, Burgen und so weiter. Und das alles gehört natürlich wem? Dem Freistaat. So schaut es aus, gell? Der Freistaat ist natürlich der sogenannte Fiskalnachfolger der Fiskalnachfolger. Und jetzt bin ich falsch gegangen. Schau mal, so schnell vor lauter Ratschen.
Leute, jetzt muss ich nochmal zurück. Der Fiskalnachfolger der Wittelsbacher. Also jetzt bin ich mir kurz einmal nicht aufgepasst. Vor lauter Ratschen bin ich jetzt genau falsch gegangen. Das Gute ist, dass ich jetzt bei noch hier so früh im Jahr mit euch durchgehe. Vielleicht fehlen jetzt hier diese frischen Triebe, die der Frühling uns jetzt bringt. Aber das Gute für mich ist natürlich auch, dass wir jetzt durch die Bäume gut durchsehen. Und das ist bestimmt auch nicht schlecht fürs Handynetz hier. Ich hätte hier rüber gehen müssen. Entschuldigt, Leute. Also Christine sagt, ihr bleibt bei mir. Super, bleibt bei mir. Also, zwei, drei Sachen würde ich euch gerne noch zeigen. Zwei, drei Sachen würde ich euch gerne noch zeigen. Und für alle Neuen, die hier zuschauen, mich freut es total. Ich sehe, hier ist eine richtig schöne Menge an Gästen dabei. Also finde ich total super, dass ihr mitgeht. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß macht, dass ich euch ein bisschen die Atmosphäre zeigen kann von diesem tollen Bau, von diesem tollen Bauwerk, von diesem tollen Park. Dass ihr auch ein bisschen was lernt, das gehört ja auch dazu. Und vergesst nicht, uns zu liken, unsere Seite zu liken und zu abonnieren, damit ihr immer informiert seid. Also, ich bin auf Abwägen, fragt die Vera. Nein, jetzt kenne ich mich schon wieder aus. Ich kenne mich schon wieder aus. Oh, vor lauter Rehen. Hey, also heute kriege ich schon Kilometergeld, gell? Das kostet eine Masse, sag's euch. Also, so eine Kutsche hätte ich jetzt auch gut gefunden. Die nächste Führung durch Nymphenburg mache ich in der Kutsche. Und jetzt? Jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Gebäude, nämlich zur sogenannten Amalienburg. Die Amalienburg, die ist auch so ein hübsches, separates Schlosslein. Und ich zeige euch gleich die schöne Fassade. Amalienburg, an die Klugscheißer unter uns. Nach welcher Amalie ist denn diese Burg genannt? Nach welcher Amalie? Komm, ich weiß, wir haben hier ein paar Experten. Welche Amalie gibt diesem Gebäude den Namen? Aber ich sage euch mal, was es ist. Die Amalienburg ist ein schönes kleines Schlösslein, das eben einer Amalie gewidmet wurde. Und das ist ein Jagdschloss. Ein Jagdschloss, weil die Fürsten waren ja hier nur in Nymphenburg, um sich zu verlustieren, auszurasten, zu feiern, Musik zu hören und der Jagd zu frönen. Das große fürstliche Hobby. Die Jagd, das muss man natürlich auch wissen, die Jagd war immer nur dem Adel vorbehalten. Ja, also alles andere war Wilderei. Da bist du aufgehängt worden. Und das ist hier ein Jagdschloss. Innen drin schaut es unter anderem so aus. Moment, ich habe doch hier ein Bild. So schaut es innen drin aus. Nicht schlecht. Ein Spiegelsaal ist hier drin. Hier gibt es aber auch natürlich Küchenräume. Hier gibt es kleine so Hundezwinger. Alles ganz, ganz toll gestaltet. Und von wem gestaltet? Von wem ist es gestaltet? Wer bei mir mitgegangen ist vor ein paar Wochen auf dem Rundgang mit den berühmten Persönlichkeiten, dann kennt ihr einen Namen. Das ist gestaltet von François de Cuvelier. Der frühere Hofzwerg, der sich dann zum großen Rokokomeister entwickelt. François de Cuvelier hat das hier gebaut. Ist das nicht stark? Also hier zog man sich zurück. Schaut doch einfach nur super aus. Die Amalienburg. Hat das jetzt schon jemand gewusst eigentlich, nach welcher Amalie das genannt ist? Also komm, ein bisschen hier. Das ist ja
Da, jetzt haben wir es, die Sabine hat es gewusst. Gemahlin Maria Amalie, die Tochter des österreichischen Kaisers Josef I., ganz genau, aber vor allem die Gemahlin vom Karl Albrecht. Und wer war jetzt wieder der Karl Albrecht? Karl Albrecht ist ein Kurfürst und das ist wiederum der Filius vom Max Emanuel Elektor. Ah, jetzt langsam versteht ihr, oder? Ferdinand Maria, Max Emanuel, Karl Albrecht, dann kommt Max III. Josef, Karl Theodor, mögen wir nicht. Und dann der große Max, der Herzkönig. Also, Amalie Auguste, ganz genau. Und die Carina fragt, ob man im Park Rad fahren darf. Park, nix, kein Rad. Nur die Wärter hier, die gucken im Radl rum. Aber sonst niemand. Unser Eins, ich und mein Kamerateam, hey, danke. Übrigens, ein Applaus für den Kameramann. Oh, Kameramann, rechter Arm. ja, wo war ich stehen geblieben? Karl Albrecht hat Aldi gegründet. Ja, Marion, genau. Der ist aber eigentlich nicht schlecht, oder? Karl Albrecht hat Aldi gegründet. Und die Claudia fragt, was war mit Karl Theodor? Ja, also Karl Theodor, gut. Karl Theodor, sagen wir es mal so. Normalerweise ist es in der Fürstenfamilie ja so, wie am Bauernhof, wenn der Papa stirbt, übernimmt der Sohn, okay? Als Max der Dritte Josef, ein Kurfürst hier, lebt, das haben wir jetzt Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts, als der hier lebt, das ist ein Feingeist, der ist zwar verheiratet, ist aber eher interessiert, also weniger an den Frauen interessiert, sagen wir es mal so. Er liebt die Musik, er spielt Gamba, also er spielt so eine Art Cello, würde ich sagen, und hat so seine Freunde. Als der verstirbt, kinderlos, an den Pocken, hat er ja keinen Sohn, der übernehmen kann. Und deswegen kommt so laut quasi Erbreihenfolge und Wittelsbacher Vertrag und was auch immer, kommt eben der Karl Theodor daher. Karl Theodor, kein Münchner, Karl Theodor. Wo kommt Karl Theodor her? Auch das sollten die Klugscheißer unter uns wissen. Schreibt mir mal rein in den Chat, wer weiß, wo der Karl Theodor herkommt. In jedem Fall kommt der dann so nach München und hat so gar keine Lust auf Bayern. Also gar keine Lust. Also eigentlich muss man sagen, hier. Und dieser Karl Theodor kommt 1777 hier nach Bayern, muss hier regieren, hat keine Lust, möchte das Bayern eigentlich gleich wieder loswerden. Und deswegen mögen wir den nicht. Also, ja, der stirbt dann auch 1799. Und dann, 1799, da kommt dann eben der Max, der Kurfürst, der vierte Max, der vierte Josef, der dann später der König wird. Der König Max, ja, ganz wichtig. So, und jetzt, Könige haben wir ja einige. Und das hier ist sozusagen der Spielplatz vom König. Das sogenannte Prinzengarten. Und der Prinzengarten wurde auch um 1800 angelegt für die kurfürstlichen Kinder, also für die Kinder vom Max IV. Josef, vom späteren König. Und hier spielt dann auch beispielsweise der spätere Kini, König Ludwig II. Der spielt hier mit seinem kleinen Bruder Otto. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Der spielt hier mit seinem Otto, mit so ein paar anderen Kindern. Die spielen genau hier. Denn seine Majestät, König Ludwig, der spätere König Ludwig II., der ist hier geboren im Schloss Nymphenburg. Der ist hier geboren, 25. August 1745. Also, das ist sein Spielplatz. Da spielt er mit den Kindern, da wirkt er mal seinen kleinen Bruder des Öfteren. Und da haben wir jetzt wieder das Schloss Nymphenburg. Und da gehen wir jetzt langsam wieder raus. Mensch, Leute, so ein herrlicher Tag hier. Vögel pfeifen.
Scheiße, Renate, habe ich falsches Geburtsdatum? Okay. Mensch, 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 ich werde immer geschafft. Ich habe schon wieder falsches Datum genannt. Entschuldigung, seine Majestät, König Ludwig II. Wird, ja, ich habe es kapiert, wird nicht 1745 geboren, sondern 18, natürlich. 1845, ich weiß doch. 25. August 1845, 25. August 1845. Ich weiß es doch. Und der, genau, aber der Rest ist alles wahr. Ja, genau, ich wollte nur schauen, ob ihr aufpasst. Ich wollte nur schauen. Also, 1745, jetzt sage ich schon wieder, 1845. So, und jetzt gehen wir raus hier aus der Parkanlage, wo wir angefangen haben. Hier rechts, dieser Trakt, da ist der Marstall drin. Da waren eben die Kutschen, Remisen und so weiter. Und da ist auch heute das Marstall-Museum drin. Das ist hier drin. Da gehen wir da rein. Ah, schön. Jetzt gehen wir nochmal hier vor. Dann haben wir nämlich wirklich nochmal einen ganz tollen Blick auf das Ganze. Zu eurer Orientierung, hier in der Ferne, da seht ihr ja, da, den Olympiaturm. Das Olympiaturm. Und wo sieht man es? Warte mal, hier, da in der Ferne, da ist der O2. Da ist in der Mitte vom Bildschirm, da ist das O2-Hochhaus. Okay, da. Die Parkplätze füllen sich hier. Ach Mensch, und da fallen mir wieder die Sachen ein, die ich euch noch nicht erzählt habe. Also, Fürstenresidenz, Sommerresidenz. Was passiert denn im Dritten Reich? Das ist auch noch so eine Episode. Im Dritten Reich quartieren sich hier die Nazis ein. Da gibt es hier Räume für die Hitlerjugend, da gibt es Räume für die SA, da gibt es einen Bierkeller. Da wird eine alte Klosterkirche hier quasi rausgerissen und so weiter. Machen so einen Bierkeller rein und irgendwelche Versammlungsräume. Und hier, und das, also das möchte ich euch jetzt noch in jedem Fall erklären. Hier in München, der sogenannten Hauptstadt der Bewegung, sozusagen die Hauptstadt, wo alles eigentlich angeht, gibt es eine Menge Nazi-Funktionäre, allen voran einen, der heißt Christian Weber, ein Ur-Nazi, ein Erz-Nazi, einer der allerersten, ein Prügler vor dem Herrn, ja, Pferdehändler, ein grober, gewalttätiger Typ, der sich ganz typisch für die Nazis vom einfachen Prügler hocharbeitet zum großen Zampano. Und der lebt übrigens in der Residenz, also in der Innenstadt. Dort hat er auf seiner Visitenkarte stehen Kaiserhof 1. Und der veranstaltet hier die Nacht oder die Nächte der Amazonen. Und diese Nächte der Amazonen, ihr müsst wissen, in den Jahren 1936, 1937 und 1938 und 39, auch nur jeweils im Juli, gibt es in Riem, also im Osten von München, gibt es die Galopprennen. Das sogenannte braune Band von Deutschland wird dort ausgefochten unter den Reitern. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wird hier im Schloss, im Park, werden die Nacht oder die Nächte der Amazonen veranstaltet. Was ist das? Ist ein super bizarres, fast schon orgiastisches, reichlich absurdes Fest, eine Revue. Und ich habe nur ein Foto, das zeigt eigentlich schon ganz gut, was da passiert. Denn die Nacht der Amazonen sind wirklich, Entschuldigung, nackte Mädels auf Pferden mit Speeren in der Hand, die hier durch den Park gezogen werden. Da gibt es unglaublich verrückte Schauwagen mit einer gold angemalten Nackten. Die Burschen hier, die Pferdeburschen sind alles SS-Wachen aus dem Konzentrationslager Dachau. 2000 Schauspieler oder, wie soll ich sagen, Darsteller gibt es. 2000 und Zuschauer gibt es auch. Wisst ihr wie viel? 20.000.
20.000 Zuschauer. Man kann sich ganz normal, jeder, der Lust hat, jeder, der das nötige Kleingeld hat, kann sich hier ein Ticket kaufen, um bei der Nacht der Amazonen zuzuschauen. Und alles ist immer in dieser völlig bizarren Nazi-Propaganda der deutschen Herrenrasse, die bis auf die Amazonen zum Vorfahren hat. Und diese, also auch das gehört hierher. Schloss Nymphenburg. Heutzutage ist es ein schönes Schloss, ein schöner Park. Und also so im Wetter wie heute ist es ein Traum. Und ich würde einfach vorschlagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kommt früher oder später hierher, tritt eine Runde im Park, schaut euch das an, genießt es. Und ja, macht es gut. Und das zuletzt, das muss doch erlaubt sein. Und das ist der Deal. Ich möchte ein Like von euch oder ein Herz. Schickt mir ein Herz, digitale Liebe. Liked unsere Facebook-Seite. Wir haben eine super Community. Da geht es immer schön rund. Da sind immer schöne Diskussionen bei Facebook. facebook.com/Ludwig und Lola. YouTube. Abonniert unseren YouTube-Kanal. youtube.com/Ludwig und Lola. Auch bei Twitch könnt ihr uns folgen. Und wer Lust hat, sich an den Datenpaketen von O2 zu beteiligen oder uns eine Prinzregententorte zu spendieren oder eine Gondelfahrt im Park, weil normalerweise gibt es auch einen Gondoliere, kein Witz, der kann es unter paypal.me/Ludwig und Lola. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz herrlichen Sonntag. Ihr macht es gut, bleibt locker, vor allem im Gesicht, bleibt lieb zueinander, seid lieb zueinander, haltet Abstand. Wir halten das alles durch, wir halten das alles aus, ich sag's euch, gebe ich euch Brief und Siegel. Und dann sehen wir uns wieder, entweder live im Internet oder bei Facebook, bei YouTube oder live von der Farbe in der Stadt. Und zuletzt würde ich sagen, machen wir noch hier ein bisschen Musik. Ich danke euch, dass ihr mitgegangen seid. Schön war das. Also ich fand's, mir hat Spaß gemacht. Servus!